Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet. Und ja, ich möchte heute mit euch ein bisschen gemeinsam kreativ sein, denn ich habe mir aus den neuen Produkten etwas überlegt. Wir machen heute einmal aus dem Stanzenset Schlichter Tannenbaum 3 und Schlichter Tannenbaum 2. Nämlich eine Box. Und dazu möchte ich später noch das neue Sprücherset von der lieben Steffi von Stilfein Design benutzen. Das ist zauberhafte Winterzeit. Und genau. Ich finde diese Größe von diesen Tannenbäumen nämlich einfach mal genial. Eigentlich sind es ja Anhänger oder waren gedacht für Anhänger. Aber die Größe ist so riesig, dass ich daraus eine Box gewerkelt habe. Tatsächlich habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet, weil ich mir erst mal überlegen musste, wie ich diese Box am sinnvollsten ja, gestalte und werkel. Und das ist jetzt die fertige Box. Man könnte jetzt hier noch so Griffmulden einbauen, weil sonst kriegt man die hier unten auch so ein bisschen schlecht raus. Aber mein Handstanzer mit den Löchern ist schon eingepackt. Aber ihr könnt euch ja hier zum Beispiel einfach nur so Griffmulden reinstanzen. Genau. Und dann haben wir hier einmal nämlich eine richtig große Box. Da passt auch richtig was rein. Also so Schokokugeln und sowas. Und ja, da dachte ich mir, das machen wir heute nochmal zusammen. Ich habe seit langer Zeit auch mal wieder ein Schüttelelement gebastelt. Denn das hat sich einfach perfekt angeboten mit diesen zwei Sets. Und ich finde, es sieht richtig cool aus. Also gefällt mir sehr. Man kann da natürlich sämtliches Schüttelzeug reinmachen, aber ich habe gar nicht so viel Weihnachtliches. Ich habe hier mal eins von Picket Fence gehabt, das hier so ein bisschen weihnachtlich angehaucht ist. Aber sonst hatte ich nur so einfarbige. Und ich fand das jetzt aber hier ganz nett mit diesem Lebkuchenmännchen und sowas. Deswegen, ich habe noch ein bisschen Schüttelzeug übrig gelassen, habe nicht alles hier reingemacht. Deswegen machen wir ein zweites nochmal. Ja, dann hier, wie gesagt, der Spruch. Und ein bisschen Nylongarn und dann war die Box relativ schnell fertig. Es ist ein bisschen aufwendig, diesen Tannenbaum jetzt einmal einzukleiden, aber das machen wir jetzt einfach zusammen. Genau, das Stempelset kann auch erstmal zur Seite. Ich habe mir schon ein bisschen was ausgestanzt, denn wir benötigen einmal von dieser Stanze hier, die ist aus dem Set Schlichter Tannenbaum 3. Brauchen wir vier Stück, zwei für den Boden, zwei für den Deckel und wir brauchen einmal für das Schüttelelementfenster den großen Tannenbaum und zwar aus dem schlichten Tannenbaum 2. Genau, dann nehmen wir den großen und wir nehmen aber auch noch aus dem hier den mit dem Sternchen hier. Das fand ich ganz nett, das hier nochmal so seitlich zu dekorieren. Müsst ihr aber nicht, die Box sieht auch schön aus, wenn ihr jetzt nur den Rahmen habt. Aber ich mache es nochmal gleich. Deswegen habe ich mir den auch schon einmal ausgestanzt. Hier werden wir später einmal Acetatfolie noch reinlegen. Für das Schüttelelement machen wir aber erstmal später. Genau, wir starten nämlich mal mit der Box. Und ich habe mit dem Deckel angefangen. Weil beim Deckel müssen wir uns erstmal nichts zurechtschneiden. Bei dem Boden müssen wir uns das ein bisschen einkürzen später. Und genau. Ich habe zum Boxenbauen, um es auch mal ein bisschen zu verwerten, hier dieses Papier hier genommen von Action. Da habe ich noch ein paar Blöcke. Und ja, finde das ganz gut zum Boxenbauen. Deswegen nehmen wir das auch wieder. Das kann ich eigentlich auch gleich schon mal da lassen. Denn ich muss mir mal hier ein Stück abschneiden oder rausnehmen. Damit wir unsere Ränder bauen können. Und zwar ist meine Box jetzt hier 3 cm hoch, aber das könnt ihr komplett individuell anpassen, ne? Weil wir schneiden uns jetzt hier Streifen und legen die uns denn um den Tannenbaum rum. Und wenn ihr eine andere Größe benötigt, keine Ahnung, flacher oder höher, dann müsst ihr euch einfach die Streifen etwas höher schneiden. Genau. Also für mich reicht aber jetzt 3 cm und deswegen nehme ich jetzt mal hier mein Schneide- und Falzbrett. Können wir das so ein bisschen mit hier ranlegen, damit ihr das sehen könnt. Ich mache mir so eine Lasche von 1 cm,
Und die falte ich mir jetzt erstmal. Das Papier ist ordentlich dick, deswegen gehe ich da mehrmals drüber. Und dann schneide ich mir das Ganze bei 4 cm ab. Genau. Einmal schauen, dass alles gerade ist. Und von diesen Streifen können wir uns jetzt eigentlich mal ein paar erstellen, denn wir müssen uns das dann eh gleich alles per Hand einmal anlegen. Und dafür brauchen wir ein paar von diesen Streifen einfach. Wieder bei 4 einmal abschneiden. Ich glaube aber für die Box unten reichen 2, weil oben schneiden wir uns, wenn wir den Deckel machen, das dann gleich noch mal etwas kürzer als 4. Dann einmal hier umschlagen und gut falzen. Das doch mal zur Seite. Dann nehmen wir uns hier einmal einen von diesen ausgestanzten Tannenbäumen und ich mache das jetzt so, ich muss ein bisschen hin und her räumen heute, dass wir uns als allererstes mal 2 cm circa hier noch eine Falzlinie ziehen. Also bei 2 cm, so circa, das ist jetzt nur so ein Zirkamaß, denn wir legen uns das jetzt hier einmal gleich oben um die Spitze rum. Damit man das aber umlegen kann, müssen wir uns hier erstmal so einen Keil rausschneiden. An der Falzlinie direkt einfach mal so ein Dreieck rausschneiden, müssen wir uns sowieso gleich nochmal anders da schneiden. Und dann schaue ich, dann lege ich jetzt hier einmal den Tannenbaum hier so rein, ne, dass der hier oben bündig ist. Wir können uns das auch hier oben eigentlich schon mal vorfalzen, damit ich das besser sehen kann. So. Die Spitze muss, wie gesagt, hier oben genau bündig sein. Und dann können wir uns schon mal einmal hier so reinlegen und einmal hier entlang eine Linie ziehen, damit wir uns das schon abschneiden können. Dann wissen wir nämlich, okay, da ist es angelegt. Dann passt das hier dann auch später besser. Also so. Und dann markiere ich mir hier unten auch wieder, wo ich falzen möchte. Das mache ich so und dann, damit ich das gleich treffe, schaue ich jetzt einmal kurz, also ich lege das hier mal an, das ist ungefähr hier, das ist dann bei 10,2 ungefähr, weil auf der Seite sehe ich ja nicht, wo ich falzen muss, also lege ich mir das hier einmal bei 10,2 an. 10,2 und noch die Falzlinie. Und auch hier müssen wir uns, damit wir das überhaupt umlegen, in die Ecke legen können, erstmal hier so ein Dreieck rausschneiden. So. Dann legen wir hier wieder unseren Tannenbaum an. Und dann passt das diesmal, glaube ich, auch ganz gut. Wobei mache ich das wieder so wie bei der anderen Box, wobei es hier jetzt gut passen würde. Also mein Gedanke ist folgender. Wir müssen uns einmal hier einen Schlitz reincutten, damit dieser Baumstumpf da durchpasst. Denn das funktioniert ja sonst nicht. Das heißt, wir müssen uns da jetzt einen Schlitz reincutten. Dafür müssen wir uns eigentlich mal markieren, wo der Tannenbaum hier liegt. Also das wäre dann einmal
von hier bis hier und hier können wir abschneiden. Dann, das ist heute ein bisschen mehr mit dem Falz- und Schneidebrett arbeiten tatsächlich, weil wir uns einige ja, Markierungen machen müssen. Ich überlege gerade, nee, das mache ich mit der Hand, bevor ich das verschneide. Moment, ich brauche einmal meine Schneidematte, die habe ich extra noch nicht eingepackt. Aber die wird auch demnächst dann eingepackt werden. Also ich weiß nicht, ob das das letzte Video ist vor meiner Zwangspause oder ob ich noch was schaffe. Aber wir werden sehen. So, einmal hier einen Schlitz rein. Dann passt nämlich hier der Tannenbaumstumpf oder Stamm einmal hier rein. Und genau. Das sieht gut aus. Wir müssen nur jetzt noch einen Streifen uns schneiden, der von hier oben auch um die Ecke geht. Und da lege ich mir das hier einmal wieder an, dass die Spitze schön oben bündig ist. Und markiere mir hier einmal, wo ich falzen muss. Und dann würde ich sagen, schneide ich. Reicht ja eigentlich, wenn es so ist, hier ungefähr ab. Das machen wir als erstes. Und dann, wie viel haben wir hier? Das sind ungefähr 1,7. 1,7. Und auch hier wieder den Keil rausschneiden. Und hier können wir eigentlich das jetzt schon festkleben. Ich starte mal, ist mein Kleber hier mit dem Tannenbaum. Das hier einmal durchschieben und festkleben. Da können wir uns jetzt einmal das hier noch wegschneiden, denn das brauchen wir auch nicht. Und dann kann man hier nämlich das auch einmal rumlegen. Beziehungsweise, hier muss ich, seht ihr, jetzt war ich wieder zu schnell. Weil hier muss ich eigentlich erstmal das reinlegen. Da war ich jetzt ein bisschen zu flott wieder. Das da jetzt rein. Okay, aber das geht noch. Weil das muss hier eigentlich rein vorher. Das war ein bisschen zu flott jetzt. Aber das geht. Und dann mache ich mir hier schon ein bisschen Kleber drauf. Dann, genau, brauchen wir einmal hier Kleber. Kleben wir uns das einmal hier fest. Und diese Spitze müssen wir uns auch einmal noch abschneiden.
diese hier. Das lege ich mir hier auch einmal so bündig an und markiere mir das einmal und schneide das auch einfach hier mal ab. So. Dann kann die Spitze auch festgeklebt werden. Und dann haben wir nämlich hier vorne schön einen sauberen Abschluss. Das fand ich wichtig, sonst hat man da vielleicht eine Öffnung oder... So. Und dann kann als letztes einmal das hier hochgeklappt werden, aber oh, das ist jetzt hier nicht ganz hundertprozentig bündig. Aber das quetsche ich mir irgendwie hin. So, dann klebe ich mir nämlich das erst fest. Man hätte jetzt natürlich auch wieder, so wie ich das sonst auch mache, oben noch einmal umschlagen können. Könnt ihr auch machen, aber das, der Cardstock hier, der ist so feste, dass ich das jetzt nicht gebraucht habe. So, jetzt drücke ich mir das aber auf jeden Fall so zurecht, dass es hier oben einen einigermaßen sauberen Abschluss hat. Das hier unten kann ich mir nämlich nochmal anpassen und hier schneide ich auch einfach wieder diese Spitze hier weg. Da kleben wir uns dann nämlich eh noch was drüber und dann sieht es auch sauber aus. So, dann haben wir hier schon mal unseren Unterbau fertig. Und weil ich das jetzt nicht so schön finde, dass das hier hinten so ist, habe ich das dann noch so gedacht, dass man den hier einfach nochmal drüber klebt. Da kann man jetzt zum Beispiel innen hätte man jetzt auch noch was stempeln können, wenn man gewollt hätte. Ne? Kann man wahrscheinlich immer noch was Kleines stempeln, ich mache es jetzt nicht. Aber könnte man. Dann hat derjenige, wenn er die Schachtel aufmacht, auch noch mal einen netten Spruch. Okay. So, dann sieht man nämlich das ganze Geklebe hier nicht mehr so dolle und hat hier einen sauberen Abschluss. Weil das ist ja jetzt unser Deckel und dementsprechend, ach so, ja, das ist unser Deckel, also eigentlich könnte hier noch ein Spruch drauf. Das wäre dann aber dieser Bereich hier und das bringt nicht so viel, weil ich da das Schüttelzeug reingepackt habe. Und ja, aber man kann auch da was draufstempeln dann. So, hier unten einmal zusammenkleben. So, dann haben wir hier jetzt einen sauberen Deckel und ich überlege gerade, machen wir erst den Deckel fertig oder machen wir erst unten fertig? Ich glaube, wir machen erst die komplette Box und dekorieren dann zum Schluss. Genau, so, dann kann das erstmal so ein bisschen trocknen. Ihr braucht die anderen beiden Teile. Und das wird jetzt unser Unterteil. Da können wir als allererstes mal hier unten das abschneiden. Also diesen Zipfel hier schneide ich mir erstmal weg. Und hier drüben genauso. Und damit diese Box jetzt... Also damit es überhaupt eine Box werden kann, muss dieser Tannenbaum jetzt ein bisschen kleiner werden. Das heißt,
Wir schneiden uns jetzt einmal ringsrum so circa einen Millimeter ab. Also einmal hier und einmal an den Seiten. Als kleiner Tipp, fangt nicht beim Schneiden bei der Spitze an, weil dann knickt die so weg, weil es oben zu wenig Fläche ist. Deswegen einmal. Also eigentlich müsste ich jetzt so schneiden, aber beim letzten Mal hat es nicht so gut geklappt. Oder ich muss es einfach noch mal ein bisschen besser versuchen. Mir ist nämlich da die Spitze dann so weggebrochen. Das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Okay, noch mal versuchen. Vielleicht mit mehr Gefühl. Ja, ich glaube, diesmal habe ich es besser hingekriegt. Ja, da müsst ihr ein bisschen aufpassen hier oben. Ja, diesmal hat es besser geklappt. Also überall ein Millimeterchen weg. Und dann brauchen wir auch hier jetzt wie eben einmal diese Streifen. Und dafür nehme ich hier wieder das Brett. Ich falte mir hier schon mal wieder den Zentimeter Klebelasche. Und jetzt mache ich aber das Ganze 3,8 hoch, damit es unten nicht vorsteht. Also alles hier einmal bei 3,8 falzen, beziehungsweise, nee, nicht falzen, sondern schneiden. So, und dann brauchen wir nochmal einen. Also auch hier wieder 1 Zentimeter. Und dann bei 3,8 wieder abschneiden. Okay, 2 Streifen müssten eigentlich wieder reichen. Und vom Prinzip her ist es jetzt sogar ein bisschen einfacher wie eben, weil wir jetzt ja nur ein Dreieck haben und nicht mehr diesen Baumstamm unten dran. Okay, ich mache das wieder gleich, dass ich mir hier oben erstmal 2 cm einmal falze. Damit ich die Spitze oben schön schließen kann. Keil hier unten rausschneiden und einmal hier anlegen. Also eigentlich vom Prinzip her genau wie wir es eben auch gemacht haben, damit man das einmal schön sauber anlegen kann. Also dann einmal hier rausfinden, wo wir falzen, und dann falzen wir einmal hier. Ich mache das jetzt ein bisschen einfacher, das ist dann eigentlich von der Falzlinie her nicht richtig, aber das geht schon auch. Also normalerweise hätte ich das Papier andersrum legen müssen, aber ich mache das jetzt ein bisschen, dass es ein bisschen schneller geht. Dann hier auch das Dreieck unten rausschneiden. So, und jetzt können wir es eigentlich so machen. Ich könnte auch das jetzt quasi nach da knicken, aber ich glaube, und dann nur so ein gerades dran machen. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Dann hier einmal markieren. Dann habe ich nur ein gerades Stück gleich noch. Dann passt das. Ich gucke, dass ich ein bisschen
seitlich von dem Strich bleibe, weil ich glaube, es war ein bisschen knapp. Ja, das passt. Dann kann ich das nämlich jetzt alles schon mal festkleben und mir dann ein langes Stück noch schneiden. Und auch hier, das ist ja jetzt der Boxboden. Da könnt ihr jetzt eigentlich auch was drauf stempeln, wer das möchte. Wenn dann quasi die Schoki oder was auch immer da dann rein soll. Drin ist und man das auspackt, dann hat man noch was zum Lesen. Hier oben muss ich noch das einmal abschneiden. Na, gehen wir mal den Finger runter. So. Und dann habe ich das. Und dann kann man einmal das hier auch noch umklappen. Und hier oben bei der Spitze muss ich auch erstmal das hier noch wegschneiden. Dann kann ich mal die auch umlegen. Und dann einmal hier schön festdrücken. So, und jetzt kann ich hier einfach einen langen Streifen draufsetzen, der dann genau passt. Das ist nämlich dann hier, wobei ich gerade sehe, dass hier natürlich jetzt ein paar Millimeter fehlen. Und ich glaube, das schneide ich mir dann jetzt, also kriege ich das hingedrückt, wobei doch, ich kriege das hingedrückt. Ja, das lege ich mir dann hier einmal an und schneide das hier ab. So, einmal schauen, dass das gerade ist. Ja, das passt. Und dann klebe ich nämlich erst das hier und das andere fest, damit ich das so ein bisschen, ja, diese Millimeter so ein bisschen ausgleichen kann, die ich jetzt nicht richtig passend habe. Aber das sieht kein Mensch hinterher. Einmal hier und einmal hier. Bei mir ist es lieber, dass es hier oben nämlich bündig ist, weil das sieht man halt. Okay, dann kann man hier auch wieder rausschneiden und hier hinten auch. Okay. Okay, und dann kann ich das hier einfach festkleben.
muss das einmal hier richtig gut andrücken, weil hier jetzt verschiedene Lagen übereinander liegen. Und das ist auch der Grund, warum ich dann jetzt wieder dieses Stück hier nehme und das einfach drüber klebe, dann sieht man das nicht mehr. Es ist zwar der Boden und die Box steht so, aber ich finde es trotzdem schöner, wenn man das dann nochmal ein bisschen verdeckt. Dann hat man hier eine saubere Box. Nupsi-Jung. So ein bisschen abschneiden. Okay, so. Jetzt hoffen wir mal, dass die Boxen zusammenpassen. Das wäre es ja, wenn es jetzt nicht passt. Und hier unten ist auf jeden Fall ein bisschen Spack, aber passt. Ja. Steht hier ein bisschen ab, aber ist nicht schlimm. Es passt. Man hätte sogar vielleicht noch ein bisschen kleiner schneiden können. Also da ist noch ein bisschen Luft. Und ich muss auf jeden Fall irgendwann da noch so Griffmulden reinstanzen, weil sonst kriegt man das nicht so gut auseinander. Also hier ist an der Ecke hier ist ein bisschen eng jetzt. Aber geht. Ich bin fast immer lieber ein Freund, wenn es ein bisschen enger ist. Dann rutscht es nicht so hin und her. Das ist mir fast ein bisschen lieber, als wenn das dann zu locker ist. Das finde ich auch blöd. Aber jetzt können wir uns der Dekoration widmen. Und können die Box auch eigentlich so zusammenlassen jetzt. Dann kann das noch ein bisschen trocknen. Denn ich mache hier jetzt ja wieder ein Schüttelfenster draus und da habe ich mir einmal nochmal das in diesem Papier hier ausgestanzt gehabt und dazwischen legen wir jetzt einmal hier so Folie. Ich habe hier Windradfolie, die habe ich mir mal bei Amazon bestellt. Wenn ich die noch finde, verlinke ich die euch. Ja, und da lege ich mir das jetzt hier einfach mal drauf und fahre da mit so einem Feinliner mal entlang, damit ich ungefähr weiß, wo ich schneiden muss. Das ist sowieso immer so ein bisschen friemelig, aber sonst weiß ich nicht, wie groß das Stück sein muss. Deswegen mache ich das jetzt so. Das. Ich meine, das ist sowieso noch zu groß. Da werden wir uns eher ein Stückchen innen entlang schneiden. Dann einmal das hier so abschneiden. Nehmt ihr auf jeden Fall keine Schere für Papier. Nehmt irgendeine alte Schere. Das ist ja eh hier so meine alte Schere, aber ich nutze die irgendwie immer noch oft. Aber einfach hier dann das rausschneiden. So, ich habe jetzt versucht, so einen minimalen Versatz zu schneiden, damit es gleich passt. Wo ist jetzt das andere hier? Und zwar soll das jetzt hier drauf. Aber ja, das passt. Muss, glaube ich, nicht mehr nachschneiden. Nee, das passt. Dünn Kleber aufgeben, weil durch die Folie tut es jetzt hier gleich noch mal ein bisschen quillen. Rausquillen. Deswegen hier wirklich nur so eine dünne Linie. Und dann einmal die Folie drauf. So.
Okay. Und dann den kraftfarbenen auch noch mal draufkleben. Dann hat man nämlich dieses Sichtfenster. Und die Streuteile können nicht mehr rausfallen. Dann einmal hier drüber. Okay. Das sieht gut aus. Passt. Das kommt dann nämlich hier so drauf. Und das ist ein kleines bisschen kleiner wie das andere. Und deswegen sieht das eigentlich ganz schön aus. Ich überlege nur gerade, mich stört, dass das hier unten so vorsteht. Das schneide ich mir einmal hier noch ab. Und jetzt habe ich von diesen 3D-Teilen habe ich auch Streifen. Da gibt es nämlich hier auch solche Streifen von diesen 3D-Form-Tape-Teilen von Scrapbook Adhesives. Ich glaube, die gibt es auch bei Kreativdepot. Müsst ihr mal im Shop schauen. Die sind nämlich für diesen Tannenbaum jetzt perfekt. Da kann ich mir nämlich jetzt einfach hier diese Streifen abziehen. Und setze mir die hier möglichst mittig. Und die haben auch eine gute Höhe, also das passt dann auch. Man muss das nicht aufdoppeln. Also zumindest habe ich es bei meiner ersten Verpackung auch nicht aufgedoppelt. So, dann habe ich einmal das. Das muss ich jetzt hier so ein bisschen anstückeln und auch abschneiden. Und schaut es oben raus. Das möchten wir nicht. Und dann nehme ich hier noch mal ein Stück. Ihr müsst schauen, dass wenn ihr so Schüttelelemente nehmt jetzt, dass das hier alles schön geschlossen ist, ne? Dann, sonst fallen die logischerweise raus. Also deswegen hier richtig schön alles bündig zusammenkleben mit diesem Formtape. Das funktioniert aber auch ganz gut. Wenn das mal so kleinere Lücken sind, dann außer ihr habt so ganz feines Pulver, Glitzerpulver, aber das nehme ich gar nicht. Ich nehme nur diese größeren Streuteile. Dann passt das. Und ich mache das jetzt so, dass ich meine Streuteile erstmal raussuchen muss. Die habe ich nämlich wieder weggepackt. Wo habe ich sie? Moment mal. Ich mache das mal hier anders. Und zwar dieses hier, wo ich die nämlich alle einsortiert habe. Und so, wo habe ich das denn jetzt hin? Ach, das ist einmal dieser Mix hier. Gingerbread People von Picket Fence. Keine Ahnung, ob es die noch gibt. Und ich hatte dann aber noch einen anderen Mix dazu genommen. Der war so grün. Wo ist der denn jetzt abgeblieben? Hier, den hier habe ich noch dazu genommen. Ich fand das ganz cool. Das ist Margarita. Und dann habe ich noch andere Streuteile dazu genommen. Moment. Oh, super vorbereitet heute wieder. Diese hier. Das sind welche von Teddy. Da habe ich hier noch diese weißen Sterne. Und ich hatte noch was anderes. Moment. Ich hoffe, ich habe es weit oben hingelegt. Natürlich nicht. Kruschel, kruschel, doch hier. Da habe ich noch die hier. Und ich meine, die habe ich mir auch mal bei Teddy mitgenommen. Die habe ich auch schon ewig. Weil ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich eher selten mit Schüttelelementen mittlerweile arbeite. Wobei mittlerweile ist auch gut. Ich glaube, ich habe noch nie viel Schüttelelemente gebastelt. Aber eigentlich ist es ja ganz cool. So, jetzt verteile ich mir die hier so in der Mitte. Und das Schlimme ist, ich habe ja ganz viele von diesen Teilen und die liegen hier und liegen hier und werden nicht verbastelt. Das ist halt auch irgendwie viel zu schade. Deswegen, das mit dem Tannenbaum hat sich jetzt einfach perfekt angeboten. Dann geben wir uns hier noch ein paar dazu.
dass das hier auch richtig schön glitzert. So. Dann ein paar Sterne. Da muss man nur immer mal gucken, da kleben manchmal die Sterne auch so extrem dick zusammen. Wie hier zum Beispiel. Da muss man die hier mal so auseinanderbröseln. So. Also hat man da so dicke Teile dazwischen. Habe ich bei dem anderen nämlich auch nicht gemacht. Und da fliegen die dicken Teile dann da so drin rum. Das ist dann nicht so schön. So, weiße Sternchen. Oh, das geht jetzt so. So. Einmal die auch noch drauf. Jetzt habe ich hier ordentlicher was reingepackt hier als Schüttelzeug. Oh ja, der Tannenbaum ist ja aber groß. Da passt auch ein bisschen was rein. So, alle Sternchen ab von meinen Fingern. Okay. Da hier überall die Sterne kleben. Naja. So ist das. Und dann gebe ich nur von diesen weißen noch ein paar rein. Ich glaube, das reicht. Sonst ist es auch, glaube ich, doch ein bisschen viel. Ja, das reicht. Glitzer und Klemmer mal kurz zur Seite. So, wirklich darauf achten, dass ihr das alles hier so schön in die Mitte schiebt. Auch gerne ein bisschen verteilt, weil da jetzt ja gleich einmal das, der Deckel drauf kommt, ziehen wir uns hier die Streifen einmal die Folie ab. Ups. Ja, bitte einmal ganz abziehen, nicht nur zur Hälfte. Okay, so jetzt muss ich einmal das mal kurz zu mir ranholen, bevor ich das jetzt hier versaue. So, einmal hier oben. So, ich glaube, ich habe es ganz gut getroffen. Dann einmal hier festziehen. Man hätte auch hier tatsächlich einen noch drunter klemmen können. Mache ich auch, glaube ich, noch schnell. Damit der hier nicht so nach unten klappt. Muss ich mal hier eine Pinzette verwenden. So. Ja, so sieht das doch ganz gut aus. Schüttelt sich auch ganz gut und ja, ist auf jeden Fall genug Schüttelmaterial. Okay, eigentlich kann ich die Schneidematte auch mal wieder wegpacken. So, dann habe ich hier einmal den kleinen Tannenbaum noch. Den möchte ich mir auch noch mal mit Abstandspads dann hier so draufsetzen. Der kriegt aber einmal erstmal hier noch diesen Stern hinterlegt. Unterlegt, wie auch immer. Schneide ich mir hier einfach aus dem Reststück einmal das hier ab und klebe mir das einmal hier so hinten dran. So ein Schimmer das so durch und das finde ich nicht so schön. Oh, dieser Kleber verstopft aber echt oft. Der trocknet ja auch schnell, aber ist ein bisschen nervig. So. Man eh nicht. Ah, das war jetzt auch wieder clever. Ich hätte vielleicht vorher mal stempeln sollen. Hoffen wir mal, dass das noch klappt. Weil ich habe jetzt hier nämlich so ein bisschen blöden Ersatz. Ich klebe ganz professionell lege ich jetzt hier einfach mal noch ein Stück
Cardstock drunter, damit ich hier eine glatte Fläche habe, sonst habe ich da nämlich so einen Huckel. Dann nehme ich aus diesem Set hier Zeit für heiße Schokolade. Ja. Man hätte auch sonst was anderes vielleicht noch nehmen können. Aber die passen hier sonst nicht so gut drauf. Wintergrüße würde noch gehen. Oder Winterwunderland. Winterwunderland. Wir nehmen mal Winterwunderland. Dann habe ich noch mal einen anderen verwendet als den hier. Einmal den tauschen. Einmal schwarz. Gucken, dass es möglichst gerade ist. Oh, da ist irgendwie ein bisschen, ja, aber geht noch. Oder stört mich das? Oh, ich bin da ja so pingelig bei. Ist ein bisschen jetzt verwischt. Aber nee. Nee, das ist jetzt auch echt übertrieben, das neu zu machen. So. Dann kann man hier, das wollte ich jetzt diesmal etwas anders machen, denn damit das Nylongarn gleich weiß, wo es hingehört, ritze ich mir hier einmal zwei Schlitze rein. Und zwar hier. Also wie so kleine Einkerbung einfach. Auf der anderen Seite auch. Dass das Nylongarn gleich da bleibt, wo es hin soll. Das ist nämlich sonst immer hin und her gerutscht, weil durch diese Dreiecksform das natürlich etwas blöd ist. Ich habe jetzt hier Weihnachtsrot genommen gehabt. Und Waldgrün. Ich würde sagen, ganz klassisch. Aber ich habe mich so ein bisschen an diesen Schüttelteilen da jetzt orientiert. Da ist ja auch Rot mit drin und sonst habe ich nichts mit Rot. Deswegen dachte ich, das wäre vielleicht ganz cool mit dem Nylongarn dann nochmal das Thema Rot aufzugreifen. Und dann machen wir das diesmal auch so, dass hier... Oh, ich brauche endlich mehr Platz hier. Ich hätte einfach, genau, damit das nicht wieder so hin und her flutscht, mache ich hier einmal schon das Nylongarn fest. Dann ist es ein bisschen leichter, das zu binden. Das mache ich aber gleich, wenn es hier klebt. Und dafür brauche ich hier einmal dieses Teil nochmal. Das setzen wir uns auch ein bisschen höher und ich möchte einmal hier noch. Das machen wir hier fest. Das darf da bleiben. Dann hier, wobei, das können wir vielleicht sogar hier oben noch hinkleben, dass die Spitze ein bisschen stabiler ist. Genau. Dann einmal abziehen. Und einmal draufkleben. So ein bisschen versetzt. Jetzt ist das natürlich ein bisschen weit oben geklebt. Kann ich das nochmal abziehen? Ja. Ja, jetzt klebt nicht mehr. Toll! Ah, ja. Also hier nochmal eins reinfriemeln. So.
Komm her. So. Gut. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Und dann kann ich jetzt hier das Nylongarn ein bisschen besser binden. Die Schleife mache ich hier möglichst hin. Bräuchte mal ein paar Finger ausgeliehen. Es ist Nylongarn so zu binden, alleine ist immer ein bisschen schwierig. So. Aber dadurch, dass es diesmal hinten festgeklebt hat, ist es nicht so schlimm. Dann rutscht es nicht so hin und her. Und dann hier einmal die obligatorische Schleife. Und dann kann man das Garn noch ein bisschen hier abschneiden. Und was ich diesmal noch machen möchte und auch bei der anderen Box, wir sprenkeln uns da jetzt noch ein bisschen was mit Colirofarben über den Baum. Der ist mir nämlich noch ein bisschen zu nackig und hier auch. Also, ich möchte hier in dem Bereich noch ein paar Sprenkel setzen. Und deswegen machen wir das jetzt noch. Die Frage ist nur, welche Farbe? Entweder ein schönes Gold oder sogar vielleicht ein Grün. Also, Grün würde ich sogar fast, glaube ich, ein bisschen cooler finden, weil es sind ja auch Tannenbäume. So, was haben wir an Grün? Hier ist schon mal nur das Jungle drin. Und das haben wir hier. Ich habe irgendwo noch so ein richtig schönes dunkles Grün. Hier, das Forest nehmen wir. Black Forest. Beziehungsweise Moss Green würde auch gehen. So, einmal hier ein paar Spritzer drauf. Ups. Mach vielleicht beide Farben. Okay. Dann einmal. Was zum Abklopfen. Dann nehme ich jetzt heute mal den hier. So, nehmen wir erstmal das hellere, das Moss Green. So, und dann. Ich wollte das hier so ein bisschen als Schutz noch. Paar Enamel Dots würden vielleicht auch gut aussehen noch. Ah, jetzt geht's wieder los. Die Deko-Geschichte geht wieder los. Da kann ich mich ja immer nicht so richtig entscheiden oder bremsen. Wobei ich finde, das macht jetzt schon wirklich was aus. Es ist ein kleiner Eyecatcher und ich finde, das sieht schon ein bisschen schöner aus so. Ist natürlich Geschmackssache, ihr müsst es nicht machen. Aber mir gefällt es besser, wenn da noch so ein paar Sprenkler sitzen. So. Das reicht ja schon. Jetzt habe ich gar nicht das dunkle Black Forest genommen, aber ich glaube, macht eh nicht so den Unterschied, oder? Nee. Okay. Das weg. Und dann sehen die beiden so aus. Ist natürlich jetzt nicht getrocknet, aber ich finde es wesentlich besser als ohne, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich gut. Aber hier machen wir noch ein paar Spritzerchen hin. Die Zeit nehme ich mir jetzt noch kurz. Und zwar hier auch von diesem Black Forest Colirus. So. Sieht man sowieso erst, wenn das alles aufgetrocknet ist. Okay. Aber jetzt lasse ich es so. Animal Dot. Ja, nein. Ist wahrscheinlich zu viel. Nee, Animal Dots lasse ich jetzt mal weg, weil wir haben auch noch die Schüttelelemente. Dann ist wirklich viel zu viele.
Also, ihr Lieben, jetzt habe ich hier alles voll und ich möchte es eigentlich nicht da reinlegen. Das sind die zwei Verpackungen. Und ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das nachzubasteln. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.